Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Halbwochen-Vlog. Ja, wir fahren jetzt gleich zum Tierarzt. Ich zeige euch mal die Kleinen. Wir haben sie gerade vorhin in die Boxen reingetan. Seht ihr? Hier passen 5 rein. Hier haben wir 2 reingetan. Wir haben die kleinsten, also die schmalsten hier reingetan, weil die da durchkommen. Aber die kommen da nicht durch. Ja, deswegen... Ja, ich mach mal schnell. Hey, was ist das? Du bist wieder rein. Louis, sei ein braver Junge, komm. Jo. Wir sind gleich beim Arzt, dann wird... Da haben wir die Leine nicht genommen. Die... Oh Mist, die Retrieverleinen, oder? Na, die andere Leine, gib ich. Unser Plan schaut so aus, dass wir immer jeweils mit 2 reingehen. Der eine bleibt bei... Weißt du, hast du zu schwer? Ja, aber da unten. Unten habe ich zu schwer. Der Plan schaut so aus. Der eine bleibt dann drinnen mit 2. Ja. Und ich gehe dann und hole dann immer 2. Okay. Neue. So, machen wir das. Oder immer mit einem. Wenn er mit einem fertig ist, du kannst aber auf den einen aufpassen, hole ich wieder. Verstehst? Ja. Anders geht's nicht. Mit 7 Hunden, 2 Menschen und ein Baby. Wir geben den Philipp auch ein. Was? Ja, Philipp soll auch ein Welpen halten. Gute Idee, Papa. Na gut, wir schauen mal, dass wir dort gut ankommen ohne viel Geplärre. Ja, mega. Und? Herr Doktor. Alle, ich bin alle. Ich muss jetzt stationär bleiben. Alle Welpen wurden jetzt geimpft, sie haben eine Entwurmung bekommen und sie wurden alle gechippt. Wir haben für alle einen Pass bekommen. Schaut so aus, hört mal. Und wir haben auch schon die Namen der neuen Besitzer, also die, die sich die Besitzer für die Hunde ausgesucht haben, schon eintragen lassen. Ja, fertig. Diese Woche Samstag sind wir auch dran, oder? Nein, Sonntag. Wenn die Welpen geholt werden, sind wir dann auch dran. Werden wir auch gechippt. Nummer 100. Passend, oder? Dann werden wir noch gescannt. Zack, zack, passt. Scherz. Na gut, wir fahren jetzt mal nach Hause. Die Welt ist, für die war das jetzt sehr stressig, könnt ihr euch vorstellen. Die Autofahrt, dann chippen, impfen, dies, das. Also beim Impfen haben die nichts gemiault, gar nichts, aber beim Chippen, das ist eine fette, fette Spritze. Deswegen war das ein bisschen aui. Aber sonst alles gut. Und sie sind alle gesund, das ist das Wichtigste. Und ja, passt. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich sehe leider gar nichts im Bildschirm, weil Sonne. Wir haben jetzt heute die heißeste Woche, glaube ich. Oder? Also so eine sehr... Frage ich dich. Wir sehen gerade gar nichts. Mega heiß. Super heiß. Und die Kinder, wir lassen gerade nochmal hier den Pool ein, weil der war dreckig. Und jetzt... Das war jetzt ein Akt, den zu waschen. Wir haben jetzt alle Welpen raufgetragen. Die Boxen müssen wir waschen, weil die sind ein bisschen angekotzt gewesen. Ja, die müssen wir waschen, ja. Ja. Und ja, ich gebe dem Papa die Kamera, weil der geht rein. Videoschneiden. Videoschneiden und ich bleibe hier bei den Mädels. Ah, ich meine, mein Laptop muss ich auch noch holen. Na gut. Also gut, bis nachher. Tschüss. Heute ist Sonntag, meine Lieben. Warte, ich stelle euch kurz ab. Oh, Gesundheit! Gesundheit! Schau mal, dein kleines Welpen ist. Das ist die Jessie. Heute ist Welpenabholtag. Heute werden... Ja, du musst den Welpen abholen. Bist du dann traurig? Nein. Nein? Upsala. Bist du nicht traurig? Ja, nein. Und, oh. Und der Louis kommt weg, der Ingo und die Peppa werden abgeholt. Warum? Die kommen dann in ihre neuen Familien.
Aber die Bella und die Lilly. Zu Lilly, ja? Ja. Warum? Weil die wollten einen Welpen haben und dann haben sie einen von uns genommen. Oh. Ist es okay für dich? Ja, ich glaube, die Lisa versteht das nicht so wirklich. Was machst du mit Sissi? Spielen. Die Michelle ist auch hier. Nicht mehr lange, dann ist der Ingo weg. Mama. Um 11 Uhr und dreiviertel Stunde kommt unser erstes Baby weg. Und ich bin jetzt hier gerade am Unterlagen vorbereiten für die, ja, für die neuen Besitzer. Ich habe die Impfpässe und die, ja, die Verträge, die die Besitzer bekommen vom Tierschutzverein. Und ich muss das ausfüllen, weil ich bin ja halt hier quasi der Vertreter vom Tierschutzverein. Mama? Ja? Wer wird zuerst abgeholt? Dann? Ingo. Ingo und dann kommt Peppa weg und dann kommt Louis weg. Oh, wir sind schon traurig. Ja, also ich werde mich mal jetzt weiterhin um diese Unterlagen kümmern. So, das ist da. Niemand war im Morgen. Ist das Louis? Der Louis hat sein schönes Geburtstag. 21.04.21. Lima, Peppa und Louis haben dieses Geburtsdatum. Und die anderen haben das 22. Ja? Jetzt müssen wir uns beim Ingo verabschieden. Ingo! Du bist ein tapferer Mann. Pass dir auf dich auf, gell? Ich wünsche dir ein schönes Leben. Ja, du hast eine tolle Familie. Es ist nicht so einfach. Und der Beine? Ja, meine Lieben, der erste Welpe ist weg, der Ingo. Und es ist echt, echt schwer. Also ich hätte das. Was? Der Ingo ist weg. Und du hast ein bisschen geweint. Der Papa hat dann auch geweint, dass er ganz wirklich weg ist. Und die Luisa hat es überhaupt nicht verstanden. Sie hat gefragt, Mama, warum nehmen die den Welpen mit? Und ich habe gesagt, Mama, warum weinst du? Ja. Mama, nein, das ist Mama, weinst du jetzt? Ja. Ja, es ist auf jeden Fall nicht so leicht. Das hätte es mir irgendwie einfacher vorgestellt. Vielleicht ist es nur beim ersten so, die Michelle war auch zu kurz davor vom Weinen. Ja, wir werden jetzt aber mal ein bisschen was frühstücken, bis die nächste neue Besitzerin kommt, die Peppa abzuholen. 12, genau. Wie lange noch da? Was? So, wir essen jetzt mal. Die kleine Peppa kommt jetzt auch weg zu ihrer neuen Familie. Oh, schade. Wie sie das sieht. Schau, wie sie das sieht. Dass dir eh alles gefallen ist. Die Peppa ist so eine zarte Maus. Ich muss da schnell ein Foto machen, weil die Füße. Bist du mein nächster Freund? Ja, du bist mein neuer Freund. Oh. Ach, Peppa. Mal kurz weg und währenddessen. Ja, sie kommt. Lara, so, warum weint ihr schon wieder? Der Louis geht heute auch weg. Aber warum weinst du? Warum weint ihr alle? Sag mir das. Weil wir traurig sind, Lara. Wegen Louis? Ja, Gott, ich sehe nichts mehr. Ich muss mich gar nicht mal weinen. Ihr seid Babys. Wir sind Babys, ja. Du bist schon erwachsen, oder? Ja, ihr seid alle Babys. Aber Luisa und ich sind so. Ich sag's euch, das ist echt so hart.
Das stellt sich leicht vor, man gibt ihn einfach. Ganz okay, und dann, wenn man es wirklich erlebt. Wenn man es dann, wenn man dem Welpen noch nachschaut und so. Oh, das ist furchtbar. Die Lara lacht uns auch. Ihr Luschen. Ihr weint die ganze Zeit. Hey, das bedeutet, ich war gestern schon den ganzen Tag traurig. Ja, jetzt haben wir noch 2 Stunden mit dem Louis, dann wird er auch geholt. Und dann ist mal Ruhe. Bis morgen. Morgen werden auch noch hier abgeholt? Lima wird morgen geholt. Und weiß ich gar nicht. Übermorgen wird jemand abgeholt? Nö, am Freitag dann. Oh, Louis. In ein paar Minuten wird dann auch der letzte Welpe für heute geholt. Und das ist wirklich herzzerreißend. Müssen wir nochmal richtig kuscheln mit ihm? Ich hab den Louis. Hast du den Louis? Och, Louis, mein Herzstück. Louis, ich vermisse dich so, wenn du weg bist. Willst du ihn vermissen? Geben wir ihnen noch Leckerlis? Louis, Leckerli. Aber viel auch. Ja, komm, gib mir. Leckerli, Leckerli. Meine Lieben. Ach, also, Louis wurde jetzt auch geholt und ich kann nicht reden. Ich will vloggen, aber ich kann nicht reden. Also, Louis wurde jetzt auch geholt und dieser große Brummbär. Aber ja, ich und Baba haben sehr viel geweint heute, gell? Haben wir geweint? Alle Hunde haben super Plätze bekommen. Also, ich habe dafür gesorgt, ich habe sehr gut selektiert. Ich habe natürlich Leute ausgesucht, die super passen. Und vor allem der letzte wurde geholt von jemandem, den wir schon lange kennen. Also das sind eine Freundin von der Lara, die Eltern. Die haben selber 5 Kinder und wohnen quasi hier in der Nähe. Die haben uns auch zum Kaffee eingeladen, dass wir im Juli mal vorbeikommen und ihn besuchen. Und ganz, wirklich ganz, ganz, ganz lieb. Es war schon sehr tränenreich. Also, schon schwierig. Aber jetzt haben wir heute mal Ruhe und morgen geht's dann weiter. Ja, wir werden uns jetzt ein bisschen unter den Baum verstecken, weil ich sag, das ist so heiß. Wo ist der Papa? Tati, kannst du den Kleinen kurz nehmen? Schau mal. Hier liegen wir. Papa, nimmst du den Kleinen kurz? Ein kleiner Mann? Das ist mein Papa und der kleine Philipp sind im selben Outfit. Papa hat ganz viel geweint. Ich bin ja recht das heute. Ja. Es ist eh schon so heiß, dann verlieren wir noch durch die Augen Wasser. Nein. Es ist so schlimm genug, dass wir so viel schwitzen, oder? Sophie, da liege ich. Ach, mit den Knochen bitte auf der Liege, bitte geh runter jetzt. Hat sie einen Knochen? Ja. Das ist ein Stein, oder? Knochen. Achso. Und bei uns wird noch im großen Stil mit dem restlichen Welpen noch gekuschelt. Gell, Lisa? Übrigens, das ist die Jessie. Sie wird, glaube ich, morgen abgeholt. Ja, sie ist morgen abgeholt. Wird niemand abgeholt. Sie will abhauen. Alter, sie. Papa? Jessie, ja. Papa. Ja. Übermorgen und morgen wird niemand abgeholt. Morgen wird die Jessie abgeholt. Nein. Kann man auch übermorgen wird niemand abgeholt. Übermorgen nicht, aber morgen wird die Jessie abgeholt. Die Lima, Entschuldigung. Die Jessie geht nicht in den Kindergarten. Doch. Sie hat keinen Rucksack. Doch. Kaufst du ihr einen? Schenkst du ihr deinen? Ja. Und dann hast du keinen Rucksack mehr? Doch. Die Jessie, wir lieben Lisa die. Lisa kann meinen Rucksack haben und dann kann ich diese mal. Und kann ich den Pferd nehmen. Und du kannst die Jessie in deine Schultasche reingeben und dann in der Schule, in den Kindergarten reinschmuggeln. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ja, da hinten ist die Bella. 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 Wo ist meine kleine Bella? Bellissima. Bella. Bellissima.
So, meine Lieben, es ist soweit. Jetzt werden wir uns impfen lassen. Papa, begeistert? Mega. Wir sind wieder zu Hause, frisch geimpft. Schaut mal. Na, tut nicht weh. Tut dein Einstich weh, Schatzi? Nein. Tut's wieder nicht, warum lachst du? Nein, mir geht's gut. Da war die ganze Zeit Spaß. Ja, die ganze Zeit Lust, so quasi seine Nebenwirkungen. Ich habe schon Kopfschmerzen, ich habe schon einen Kratzen, aber er hat nichts. Geht's dir gut? Mama, hast du Pflaster? Ja. Anna, hast du Pflaster? Ja. Warum? Ich habe eine Impfung gekriegt. Jetzt kannst du denn jetzt nicht sind mehr. Wir auf der sicheren Seite. Ich kann aber nicht mehr werden. Das ist Mama, machst du die ganze Zeit drüber lustig? Müssen wir gar nicht mehr die Hände waschen. Mama, die Luisa weiß nicht, was Impfung ist. Ja, kriegt man eine Spritze. Du kriegst auch bald eine Spritze. Was? Naja, gegen... Ja. Was ist denn? Ich habe schon mal... Mama, ich habe mein Verletzung meine Spritze. Bitte schon, Luisa. Das ist nicht wegen sowas. Probier mal, schau. Und ist lecker. Wie geht's dir? Aber die Fliege ist das gut. Ja, wir essen jetzt unser Gulasch. Wir haben nämlich im Thermomix ein Gulasch gekocht, bevor wir weggefahren sind. Здравствуйте, хорошо, хорошо. Я не von der Impfung. Schön, ich spreche eine andere Sprache. Ich habe Sputnik bekommen. So dumm, Mama, wirklich. So meine Lieben. Ничего хорошо. Wie ihr seht, что это Impfung. Du hast deinen Sticker schon runtergetan. Also, nichts. Ich habe keine Impfung mehr. Also, wie ihr seht, sind wir geimpft. Der Patrick, der Papa und ich. Und der Papa scheint jetzt ein Russisch. Ja. Auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt schon länger zu Hause. Wir haben jetzt noch was gegessen. Und ja, wir wollten euch ein bisschen erzählen, wie es bei der Impfung war. Weil wir konnten dort nicht filmen, da war fotografieren. Not allowed. Yes. Und auf jeden Fall musste man sich anmelden. Danach hatte man ein kleines Arztgespräch, das war so wie eine Station. Anmelden, weitergehen, genau. Arztgespräch, weitergehen. Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen? Okay, kennen Sie die Nebenwirkungen? Ein Blödsinn. Auf jeden Fall, nach dem Arztgespräch gleich Pix. Und wir haben sie alle so weiter nach hinten bekommen. Ich nicht, weil ich Sputnik bekommen habe. Er hat nicht Sputnik. Ich habe Sputnik bekommen. Hast du den Einstich? Wieso hast du das überhaupt runtergetan? Du hättest es noch länger drauf lassen. Bist du jetzt nicht im Funk oder was? Nein, aber... Ich geh mal duschen, irgendwann einmal. Irgendwann einmal. Ich war schon davor duschen. Auf jeden Fall musste man dann, nachdem man geimpft war, sich seinen Sticker holen, dass man jetzt geimpft ist. Und ja, danach musste man dort sitzen bleiben, 15 Minuten. Da war so eine fette Uhr. Um zu schauen, ob das... Die 15 Minuten... Nebenwirkungen gibt. Ja, nein, eine allergische Reaktion. Allergische Reaktionen. Und nach 14 Minuten konnte man einfach selber gehen. So nach. Ja, als ich rausgegangen bin, habe ich gesagt, das für Dania. Ничего хорошо, Wodka. Der Baum macht sich die ganze Zeit darüber lustig. Er sagt die ganze Zeit solche Sachen. Ich habe nicht die ganze Zeit. Neben mir. Die ganze Zeit. Das ist jetzt so ein Running Gag bei ihm. Aber heute muss ich gar nicht mehr die Hände waschen, denn ich bin auf der sicheren Seite. Ich bin geimpft. Und so geht das. Sicher. Papa, bitte, Zeit nonstop. Auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Hat aber mal... Also man hat ein bisschen Schmerzen, also ich habe ein bisschen, also hier ist so ein bisschen erleichtert. Ja, bei mir ist, bei mir tut es so weh, warte kurz. Nein! Kein Spaß. Nee. Aber es ist wahrscheinlich wegen die Muckis. Nein, bei mir tut es weh, wenn ich so bewege, so nach hinten. Schau mal, wie ich gebrannt bin, wie ein LKW-Fahrer. Stimmt, die LKW-Fahrer, die fahren immer so mit der Hand auf den Scheibe. LKW-Fahrer sind nicht so gebräunt. Die haben nur eine Hand, also, aber du bist wie Bauarbeiter. Bauarbeiter? Der Bauarbeiter. Eine Hand? Die andere ist das wo? Ja, du hast die andere auch so. Nein, das nicht. Ruhe. So. Na gut, wir wollten euch nur updaten, wie es gegangen ist. Heute war ein sehr turbulenter Tag. Ja. Viele Tränen. Viel geweint. Spritzen bekommen. Na gut, mein Lieb. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen, übermorgen. Wann auch immer ihr das Video seht. Tschüss.